Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Faktenvideo. Diesmal geht es um Freitag, der 13. Teil 7, Jason im Blutrausch. Ich sehe gerade, dass die Softboxen so eingestellt sind, ihr könnt überhaupt nichts. Freitag, der 13. Teil 7, Jason im Blutrausch. Bevor es losgeht, muss ich heute noch zwei Sachen ansprechen. Erstens, beim letzten Mal habe ich das hier gesagt. Zu Jason im Blutrausch wird mir wahrscheinlich keine logische Hinleitung irgendwie einfallen, außer Jason aus Pretty Little Liars wird jetzt plötzlich zum Vampir. Keine Angst, ich werde mich dran halten, ich werde keinen Witz an den Anfang dieser Folge packen, aber schaut mal, was kurz nachdem ich das gesagt habe, bei Pretty Little Liars passiert ist, als ich das weitergeguckt habe. The real question is, what's really going on with Jason? You know, he's hiding something, you don't paper over windows unless you're a vampire. Wie gesagt, ich werde jetzt keinen Witz machen, obwohl die Vorlage echt da wäre, aber ich fand den Zufall einfach zu krass, als dass ich euch den vorenthalten könnte. Die zweite Sache ist die, dass mir beim letzten Mal mehrere Leute in den Kommentaren geschrieben haben, der macht ein Video zu Teil 6, aber packt Jason mit dem Outfit von Teil 7 aufs Thumbnail. Ja, wirklich? Leute, dann schauen wir uns doch mal Jasons Outfit aus Teil 6 an. Und jetzt schauen wir uns das Outfit aus Teil 7 an. Und jetzt mal dazwischen das Thumbnail. So, jetzt wo das geklärt ist, können wir direkt loslegen mit den Fakten zu Freitag der 13. Teil 7. Bei Freitag der 13. Teil 7 lief schon einiges anders als bei den Filmen bisher. Vieles war professioneller, das heißt aber nicht, dass es keine Probleme gab. Eigentlich hatte man schon die Idee im Kopf, einen Freddy vs. Jason Film zu machen. Das Problem war damals aber, dass die Rechte der beiden Charaktere bei unterschiedlichen Studios lagen. Freddy war bei New Line Cinema und Jason war bei Paramount. Man hatte schon eine Anfrage gemacht, ob man einen Crossover machen könnte, aber New Line dachte sich, Alter, die Nightmare on Elm Street Filme verkaufen sich viel besser als die Freitag der 13. Filme. Warum sollten wir ein Crossover mit euch machen? Deshalb war eine Einigung damals noch nicht möglich. Das Drehbuch zu Teil 7 stammt eigentlich von Daryl Hanley, der die Idee hatte, Jason einer Protagonistin mit übernatürlichen Fähigkeiten gegenüberzustellen, damit er auch mal einen Gegner auf Augenhöhe hat. Ja, wie gesagt, ist das Drehbuch eigentlich von ihm, denn die ausführende Produzentin Barbara Sachs war überhaupt kein Fan von Horrorfilmen und hat die ganze Zeit ihre Vetos eingelegt und gesagt, nee, das machen wir nicht so, das ist doof, ich habe eine viel bessere Idee, lass es doch so machen, wie ich es mir vorgestellt habe. Daryl Hanley musste das Drehbuch mehr als 15 Mal ändern, wurde danach rausgeschmissen und man hat einen Gewerkschaftler eingestellt, der dann nochmal final drüber geguckt hat und das Drehbuch fertig geschrieben hat. Aber der fand das Drehbuch selbst so scheiße, dass er für den Abspann ein Pseudonym verwendet hat. Im Abspann steht also, dass das Drehbuch von Daryl Hanley ist und Manuel Fidelo, aber Manuel Fidelo gibt's gar nicht, das ist wie gesagt ein Pseudonym. Daryl Hanley stand zwar noch als Drehbuchautor in den Credits drin, aber nachdem er den Film gesehen hat, hätte er sich gewünscht, dass er da lieber nicht drin stünde. Er fand den Teil noch schlechter als den fünften Teil, weil der seiner Meinung nach immerhin gut inszeniert gewesen sei. Er fand die Dialoge in Teil 7 schrecklich, was daran liegt, dass die zum Großteil improvisiert waren und nicht aus dem Drehbuch genommen wurden, aber er steht halt in den Credits beim Drehbuch drin und hatte Angst, dass die Leute deshalb denken, dass die Dialoge von ihm sind, was sie aber nicht waren. The entire galaxy is populated by highly evolved protozoa. Good, huh? Außerdem soll das Studio ihn ziemlich um sein Geld beschissen haben und das meiste Geld ging an den Gewerkschafter, der am Schluss einfach nur mal kurz drüber geguckt hat. Als Regisseur wurde diesmal John Carl Biegler eingestellt, der es für eine dumme Idee hielt, einen siebten Freitag der 13. Film zu machen. Er glaubt, dass er genau deshalb genommen wurde, weil die Geldgeber dachten, dass der bestimmt mal was anderes probiert als die Leute, die bisher die Filme gemacht haben. Und damit hatten sie recht, Biegler kam aus dem Special Effects Bereich und wollte für Teil 7 mehr geile Effekte machen, die so ein bisschen in Richtung Nightmare on Elm Street gehen. Telekinetische Kräfte, Visionen, Feuer, Explosion, abgefahrene Morde, sowas halt, ne? Ja. Während die ersten Filme noch in richtigen Camps gedreht wurden, hat man beim siebten Teil schon sehr viel getrickst. Alle Szenen, die in einem Haus spielen, wurden in einer Lagerhalle aufgenommen, wo man die Sets aufgebaut hat. Und für die Szenen, die außen spielen, wurden zwei Häuser ohne Innenleben in Alabama aufgebaut. Warum genau da, fragt ihr euch? Gute Frage, kann ich euch beantworten. Weil sie vorhatten, ein Haus in der Nähe vom Wasser in die Luft zu jagen und es gab einfach nicht so viele Staaten, die das genehmigt haben. Es war also eher so, dass sie gefragt haben, ey yo, können wir bei euch ein Haus in die Luft jagen? Alabama sagt ja und dann die, okay cool, dann drehen wir hier. Das Ganze wurde auch übrigens nicht an einem See, sondern an einem Bayou gedreht, also so meist knietiefes Wasser, in dem Alligatoren wohnen. Wohnen, leben. Leben oder wohnen Alligatoren? Vielleicht, wenn sie ihre Möbel bei Ikea kaufen. Und das ist unser heutiger Sponsor.
Das wäre schon witzig, oder? Auf jeden Fall gab es dort Alligatoren und es war immer so ein alter Typ mit Schrotflinte am Set dabei, dass, falls mal ein Alligator auftaucht und die Schauspieler angreift, dass er ihn einfach wegshooten kann. Aber das ist, soweit ich gehört habe, nie passiert. Dadurch, dass im Bayou gedreht wurde, musste man das Wasser mit Erde auffüllen, damit man darauf stehen, die Häuser bauen und den Film drehen kann. Das Problem ist aber, dass die Erde immer wieder abgesunken ist und man die frisch auffüllen musste, meistens schon direkt am nächsten Tag. In der Szene, als Tina wütend mit dem Auto wegfährt, sieht man, wie locker der Boden eigentlich ist, weil die Reifen nicht wirklich Haltung finden und der ganze Dreck nach hinten weggeschleudert wird. Und da das Wasser eigentlich hauptsächlich knietief war, mussten die ganzen Szenen, wie zum Beispiel als Jason unter Wasser ist oder als er, ich weiß nicht, wie sie heißt. Sandra! Als Sandra getötet wird und nach unten gezogen wird, das wurde alles separat in einem Wassertank aufgenommen. Kleiner Funfact an der Stelle, in einem Faktenvideo. Eigentlich sind alle, das ganze Video ist ein Funfact, oder? Egal, Sandra wurde von 4 oder 5 Leuten gespielt. Also man hat einmal die Hauptdarstellerin gehabt, die gespielt hat. Dann im Wassertank wird eine Stuntfrau nach unten gezogen. Dann gibt es noch die Szene, als quasi ihre Leiche aus dem Wasser rausgezogen wird und durch den Schlamm gezogen wird. Und das ist nochmal eine andere Stuntperson. Und ich weiß jetzt nicht, wofür die anderen zwei verwendet wurden, aber die haben auf jeden Fall im Audiokommentar gesagt, dass 4 oder 5 Leute Sandra gespielt haben. Da der Film im Winter gedreht wurde, so Januar, Februar rum, war es mal wieder arschkalt am Set. Die Schauspieler mussten für die Szenen, die außen gedreht wurden, sogar Eiswürfel lutschen, damit man bei den Gesprächen nicht ihren warmen Atem sieht. Ja, und jetzt denken wir an die arme Darstellerin von Sandra, die bei der Temperatur ins Wasser musste, um da von Jason umgebracht zu werden. Party for two, right this way, please. Da kommen Flashbacks an Joseph Zito aus Teil 4 zurück. Aber John Beekler war da ein bisschen rücksichtsvoller. Die Szene wurde in einem Take gedreht, sie musste also nur einmal ins Wasser gehen und war insgesamt vielleicht 1 oder 2 Minuten im kalten Wasser. Und direkt danach wurde sie zu einer Krankenschwester geschickt, damit die sich das nochmal angucken kann, ob alles in Ordnung ist. Man hat die Szene aber mit mehreren Kameras auf einmal aufgenommen, damit man zwischen den Perspektiven herwechseln kann und man dann einfach immer das beste Material benutzen konnte. Wie auch die anderen Filme davor, wurde Teil 7 wieder mit einem Decknamen gedreht. Birthday Bash. Der Freund von La Park Lincoln hat beim Lesen des Skripts gemerkt, oh, shit, das ist ein Freitag der 13. Film. Und dann hat er seine Freundin angefleht, bitte, 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 du musst unbedingt beim Casting mitmachen. Was sie dann auch gemacht hat und die Hauptrolle als Tina gesichert hat. Everybody, this is Tina. Next door. Tja, und die Schauspielerin Carrie Noonan ging auch zum Casting von Birthday Bash. Während des Castings hat sie dann gemerkt, dass es ein Freitag der 13. Film ist und meinte zum Casting-Director, die ist schon klar, dass ich in Freitag der 13. Teil 6 mitgespielt habe. Und der Direktor meinte nur so, oh, deshalb kommst du mir bekannt vor. Ja, und sie hat die Rolle dann logischerweise nicht gekriegt. Als Jason wurde diesmal Kane Hodder gecastet, den John Carl Beekler unbedingt haben wollte, weil er mit ihm schon am Film Prison mitgearbeitet hat. Frank Mancuso Jr. war aber nicht so von Kane begeistert, weil er ihm zu klein war. Als er ihn dann aber in einem Screentest mit dem Outfit gesehen hat, war er doch von Kane überzeugt, weil er nicht nur ein Stuntman, sondern ein Schauspieler war und er es geschafft hat, ohne etwas zu sagen, einfach nur über Körpersprache, Emotionen wie Wut und so weiter zu vermitteln und er dem Charakter einen Charakter, er gab Jason einen Charakter. Das wollte ich sagen. Ihr dürftet ja alle wissen, dass Filme nicht chronologisch aufgenommen werden. Also nur weil eine Szene am Anfang vom Film ist, heißt es nicht, dass das auch die erste Szene ist, die aufgenommen wurde. Wollt ihr wissen, was die allererste Szene war, die Kane Hodder als Jason aufgenommen hat? Das war die Vision von Tina in der Küche. Das war die erste Szene, die als Jason gedreht wurde. Einiges im Film sollte eigentlich ganz anders ablaufen, aber da Barbara Sachs sich immer wieder eingemischt hat, wurde doch einiges abgeändert. Tinas Visionen sollten zum Beispiel eher surreal sein und Freiraum für Interpretation lassen und nicht einfach 1:1 zeigen, was in der Zukunft passieren wird. Als sie mit dem Auto fährt, sollte sie zum Beispiel nicht Jason sehen, der ihre Mutter absticht, sondern sie sollte Jason als Kind sehen, der den Kopf seiner Mutter in der Hand hält, was dann quasi symbolisch ja auch bedeutet, oh shit, tote Mutter. Die Brücke ist da. Aber Barbara Sachs wollte das nicht. Die dachte, das würde keiner verstehen und das ist total dumm. Barbara wollte auch nicht, dass man Jason im Film ohne Maske sieht, weil sie dachte, ey, der ist voll hässlich. Der sieht aus wie ein Frosch. Das will keiner sehen. Das ist uncool. Lassen wir die Maske dran. Aber John Carl Beekler hat sich dann einfach dagegen entschieden und hat es einfach trotzdem gedreht. Was ihm dann später in den Arsch gebissen hat.
weil sie sich dafür dann gerecht hat und etwas anderes gewehtot hat und gesagt hat, nee, das machst du nicht. Und zwar am Ende, als der Vater aus dem Wasser springt und Jason mit der Kette fesselt und ihn runterzieht. Der Vater liegt seit einigen Jahren im See. Der sollte eigentlich auch aussehen wie ein Zombie. Und da wurden schon mehrere Masken erstellt und Prothesen erstellt, damit er richtig abgefahren aussieht. Aber Barbara Sachs hat sich dann gesagt, fick dich! Du hast mich hintergangen, Boy. Jetzt guck, was du davon hast. Der wird einfach nur geschminkt. Und deshalb sieht der im Film jetzt so albern aus. Der hat halt einfach so ein bisschen Schminke im Gesicht. Und er hätte so cool aussehen können. Auch die MPAA hat dem Film mal wieder mehrere Striche durch die Rechnung gemacht, weil sie sehr viel zu bemängeln hatten und so gut wie jeder Kill geschnitten werden musste. Was John Carl Biegler total aufgeregt hat, weil da zum einen total viel Arbeit reingeflossen ist und er der Meinung war, dass die MPAA Horrorfilmen gegenüber unfaire Vorurteile hat. Denn in anderen Filmen, wie zum Beispiel Indiana Jones, der nicht als Horrorfilm verkauft wird, dürfen zum Beispiel Köpfe geschmolzen werden und der ist in Amerika ab 13 freigegeben. Ich darf euch hier die unzensierten Szenen von Teil 7 eh nicht zeigen, aber ich kann euch trotzdem mal sagen, was zum Beispiel alles geändert wurde. Dieser Kopf hier wurde ursprünglich auf die Größe einer Walnuss gedrückt und da war ganz viel Kunstblut und Zeug drin und es hat richtig geschmoddert, als man da drauf gedrückt hat. Wurde nicht im Film gezeigt. Bei dem Axtkill gab es eigentlich noch einen Extra-Shot, wo man quasi gesehen hat, wie, warte, kriege ich, wo man das Gesicht so von oben gesehen hat und dann ist die Axt hier so durchgeschwungen und dann hat man da noch ganz viel Blut gesehen. Ganz viel. Bei Melissas Kill hat man noch gesehen, wie sie die Axt in den Kopf reinbekommt und dann erst wurde sie weggeworfen. Da hat man vor allem nicht mal Blut gesehen, aber es musste trotzdem geschnitten werden. Als der Doktor mit dieser komischen Säge aufgesägt wird, hat man eigentlich noch gesehen, wie der Bauch aufgeht und da so lauter Gedärme rauskommen, aber das musste auch geschnitten werden. Paramount hat damals die Aufnahmen, die nicht im Film gelandet sind, übrigens vernichtet. Das heißt, die gibt's nicht mehr. Es gibt nur noch solche privaten Aufnahmen, wo der Ton richtig scheiße ist und die Bildqualität richtig scheiße ist. Die könnt ihr euch übrigens auch auf YouTube angucken. Aber da es diese Aufnahmen nicht mehr gibt, wird es halt auch nie einen Director's Cut geben können, der unzensiert ist, zumal John Carl Biegler 2019 auch leider verstorben ist. Außer, ich habe neulich so ein Video gesehen über Lost Media, manchmal passiert es, dass irgendwelche Filmrollen an Orten, wo man niemals damit gerechnet hat, einfach wieder auftauchen. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, deshalb, ja, wahrscheinlich wird es nie eine Uncut-Version zu Teil 7 geben. Ein Kill, der laut Kane Hodder und John Carl Biegler sogar besser geworden ist, dadurch, dass er geschnitten werden musste, ist der Schlafsack-Kill. Denn eigentlich wurde das so gedreht, dass im Schlafsack ganz viel Kunstblut war und an dem Baum, gegen den er geschlagen wurde, waren solche spitzen Objekte dran, dass jedes Mal, wenn man mit dem Schlafsack gegen den Baum geschlagen hat, der die Blutsäcke verletzt hat und dann ein bisschen mehr Blut rausgekommen ist. Insgesamt hat Kane, glaube ich, 5-6 Mal diesen Schlafsack gegen den Baum geschlagen und jedes Mal wurde es ein kleines bisschen blutiger, aber als die MPAA mit der Szene durch war, durfte nur ein einziger Schlag im Film bleiben. Dadurch wirkt es aber auch gleichzeitig, als wäre Jason einfach viel stärker, weil er einen kräftigen Schlag macht und die Person ist tot und das ist laut Regisseur und Kane Hodder cooler, als wenn man da die ganzen 5 Schläge drin gelassen hätte. Der Film wurde in einem unfassbar kurzen Zeitraum produziert. Biegler hat den Job im Januar bekommen und im Mai lief der Film schon im Kino. Dadurch, dass man so wenig Zeit hatte, musste sehr viel nachgedreht werden, weil man da einfach nicht dran gedacht hat, das zu drehen und man nachher im Schnitt gemerkt hat, oh fuck, die Aufnahme fehlt. Die Szene, als Tina im Wald die ganzen Leichen auf einem Haufen findet, wurde zum Beispiel in L.A. nachgedreht und die wurde hauptsächlich eingefügt, weil man durch die MPAA so viel schneiden musste und man die Kills nicht richtig gesehen hat. Deshalb wollte man die Szene quasi einbauen, damit man überhaupt sieht, was mit den ganzen Charakteren alles passiert ist. Manchmal haben auch einfach nur irgendwelche Establishing-Shots gefehlt oder kleine Aufnahmen, die für die Atmosphäre vom Film wichtig waren und die wurden dann teilweise bei dem Haus aus Teil 4 nachgedreht, weil es so ähnlich aussieht wie das aus Teil 7. Und jetzt erzähle ich euch meinen absoluten Lieblingsfakt aus dem Film. Dieser Fakt kam weder im Buch vor, noch in der Doku. Er war auch nicht bei dem ganzen normalen Bonusmaterial und den Interviews dabei. Das wurde einfach in einem Audiokommentar gedroppt. Der Schlafsack-Kill aus Teil 7. Schaut euch hier mal das Zelt an, wo man es zum ersten Mal sieht. Was fällt euch auf? Es regnet nicht und das Zelt ist eckig und spitz. Später, als der Kill passiert, sieht man das Zelt nochmal. Es regnet nicht und das Zelt ist eckig und spitz. Und zwischendrin gibt es aber diesen Shot, wo das Zelt nochmal gezeigt wird, aber plötzlich regnet es und das Zelt ist rund und sieht gar nicht aus, wie es eigentlich aussehen sollte. Und wisst ihr warum? Weil John Carl Biegler
keine weitere Aufnahme von dem Zelt hatte, er es aber nochmal zeigen wollte, bevor der Film kommt. Genau diese Einstellung ist im vierten Teil dabei. Das ist das Zelt, in dem dieser Dude, der seine Schwester sucht, im vierten Teil pennt. John Beekler hat einfach eine Aufnahme aus dem vierten Teil von einem runden, verregneten Zelt in den siebten Teil reingepackt. Und es ist mir nie aufgefallen. Ich habe das noch nie gesehen, als ich den Film geguckt habe. Ich habe das nie gemerkt. Und jetzt jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, denke ich, boah, krass, ja, das ist die Aufnahme aus Teil 4. Ja, cool. Oh, es ist so schrecklich. Wie kriegt man sowas wieder aus dem Kopf raus? Das war auch schon fast mein Faktenvideo zu Freitag der 13. Teil 7. Ach, es spiegelt wieder. 7. Diesmal fiel es mir besonders schwer zu überlegen, was ich reinnehmen soll und was nicht, weil es halt sehr viele interessante Sachen zu dem Film gibt. Und ich habe hier noch zwei Sachen, die will ich euch erzählen, aber die haben irgendwie nicht so zwischendrin zu den anderen Sachen reingepasst. Deshalb gibt es hier zwei Bonusfakten. Erstens, der Film wurde von Cast und Crew selbst als Friday the 13th betitelt, weil ein Großteil der Darsteller homosexuell ist. Und zweitens, in der Crystal Lake Memories Doku wurde ein Recherchefehler gemacht. Da wird nämlich gesagt, dass die Schauspielerin von Melissa leider verstorben ist, aber das stimmt gar nicht. Sie war wohl eine Zeit lang schwer krank und hat sich dann immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Dann ist jemand gestorben, der genau den gleichen Namen hatte und die Leute aus der Doku dachten wohl, das wäre die Schauspielerin gewesen und haben das deshalb in der Doku gesagt. Inzwischen haben sich aber wohl Familienangehörige gemeldet und gesagt, dass sie gesund ist und dass sie noch lebt, aber sie halt nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen will und sie deshalb auch nicht zu Conventions oder sowas geht. So, das war's jetzt wirklich. Ich danke euch wie immer herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.